Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem etwas speziellen Video. Ich würde dies gerne ja mal als Livestream machen, aber ihr habt den letzten Livestream gesehen, auch mit etwas verbessertem Internet, minimal, war es trotzdem nicht möglich. Deswegen bleibe ich lieber bei meinen normalen Aufnahmen. Noch 1 Minute 20, dann beginnt die Nintendo Direct. Ich bin gespannt, was diesmal so gezeigt wird, und wenn sich irgendeiner wundert, warum diesmal ohne Popschutz, ich werde das ganz kurz demonstrieren. Ich habe das immer noch bei mir, ich habe keinen Bock, das jetzt extra nochmal mit anzuschütteln. Da würde das ungefähr so aussehen, und es würde ziemlich behindert aussehen, und na okay, nur mein Hackfresser zu sehen, aber es wird sowieso kein Schwein interessieren, aber ist auch egal. Und ja, ich denke mal, ich habe genug Testaufnahmen gemacht, also passt das schon. Ja, noch 50 Sekunden, ich bin sowas von aufgeregt, ey. Aber bin mal gespannt, wie lange es geht. Ich werde das mal mit dem Chat mal so behalten, weil ich schon gespannt bin oder so, was hier noch alles im Chat noch so geschrieben wird. Ich kann schon gar nicht mehr reden, ey, weil ich schon so... ich bin so schon so gespannt irgendwie, ich weiß auch nicht, ey. Auf jeden Fall lasse ich das mal so. Und... ja doch, ich werde es so lassen. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, ich werde es ein kleines bisschen runtersetzen. Kann auch sein, dass es auch ein kleines bisschen dann zu laut wird. Dann, wenn es an jedem Moment beginnt, gebe ich mal Leid dafür. Auf jeden Fall, naja, neues Animal Crossing wäre geil. Super Mario Galaxy. Vielleicht irgendein Zelda Maker. Oder Smash. Smash wäre cool. Das hätte ich ja noch alles vorher sagen können. Aber jetzt geht es auf jeden Fall los. Wunderbar. Let's go. Okay, auch direkt mit Untertitel, wunderbar. Nintendo Direct の案内役を務めます小泉です。どうぞよろしくお願いします。Bin mal gespannt für wie lange. So 15 bis 30 Minuten ist auf jeden Fall drin, würde ich sagen. Ja. Nintendo Switch と Nintendo 3DS に関する様々な情報を出していますが、今回のダイレクトでは4つのスポットライトをご用意しています。まずは1つ目のスポットライト。3DS のこのタイトルからです。Okay, was ist es? Okay, Ultra Sonne, Ultra Mond, ja. Also wird jetzt etwas mehr gezeigt. Das ist so, sage ich jetzt mal nichts. Aber komplett neue Spiele ist es ja nicht. Ich würde es eher so sagen als Pokémon Sonne und Mond 2.0. Aber ich muss sagen, es ist auf jeden Fall ganz nice. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das jetzt in der Aufnahme anhört, ob das jetzt zu leise ist. Ich glaube, ich werde es doch ein kleines bisschen lauter stellen. So. Hoffentlich ist das auch okay. Some wild Pokémon Ultra Sun and Pokémon Ultra Moon news has appeared, and you can catch it in 4 parts. 4 neue Updates. Okay. Nice. As you saw in the trailer, the legendary Pokémon that steals light, Necrozma, has transformed into 2 new forms. Dusk Mane Necrozma, who took over Solgaleo, and Dawn Wings Necrozma, who took over Lunala. Es hat schon einen Style, aber das sieht irgendwie komisch aus, ich weiß nicht. Das sieht wirklich ein bisschen komisch aus, aber es hat was. Neue Gebiete in Alola. Okay. New map areas like a beach where surfers gather, a valley of Pikachu and other facilities, the main characters have stylish new looks. On top of that, there are new clothing items and other surprises to look out for. Also gibt's auch so ein paar Kleinigkeiten, die schon neu sind. Looks like the way you encounter your first partner Pokémon will be different too. Also kann man zwei auswählen oder was? Und ich habe es einfach nicht so richtig verstanden, das kann auch sein. You can get a special Rockruff who will evolve into dust form Lycanroc. Ja, das wurde ja schon mal erwähnt, dass es da noch eine Form geben soll. Also, if you buy the games on Nintendo eShop by January 10th, you'll receive 12 nur als Download-Variante. And finally, on September 22nd, the Nintendo 3DS Virtual Console titles, Pokémon Gold Version and Pokémon Silver Version, will be released.
Pure Nostalgie. Oh yeah. Smash und Bayonetta. Okay, Bayonetta ist jetzt nicht so mein Ding oder so. Aber Smash, wäre das geil. Lol. Okay. Und noch eins. Noch neue Pokémon. What the fuck? Das erinnert mich voll an Castellid. Lol, what the fuck? Nur in noch merkwürdiger. November 17. Ja. Aber endlich hat man mal bessere. Ne, halt Variant, nochmal eine Variante. What the fuck? Das war geil, das war wirklich cool. Hat schon guten Style. Extra nochmal in Spielverpackung, wo man nur irgendwo einen Download-Code drin findet. Aber okay. Kommt nochmal 3DS, okay. Überarbeitete RPG-Klassiker neue Amiibos. Achso. Of Mario & Luigi Superstar Saga has been remade for Nintendo 3DS. Which means it's time to take back Princess Peach's stolen voice from Cacletta all over again. Ich muss aber zu in den Chat schauen. Weil mich das auch interessiert irgendwie. You'll go behind the scenes of Mario & Luigi's adventure to learn the somewhat heroic tale of Bowser's minions. The classic story mode also has new stamp sheets. Tap compatible amiibo figures to stamp them and earn new equipment. Ich bleib bei den Stream nicht konzentriert, das ist ein bisschen dumpf. Figure or the new Goomba and Koopa Troopa figures to get two additional stamp sheets that offer up items in both modes of the game. The more stamps you have, the more equipment and items you'll earn. Mario and Luigi Superstar Saga plus 6. Oktober. Das ist ja auch schon bald. Ah, mal schauen, ob ich mir das gönne. Mal schauen. Also gibt es wieder neue Amiibos dazu. Ach ja. And his new game Kirby Battle Royale offers a variety of ways to fight. Ich glaube, da wurde auch was erwähnt. Everyone battles until the last Kirby standing wins. Ich weiß aber nicht wann oder wurde überhaupt was erwähnt? Weiß ich gerade gar nicht. Kirby wins. And he's just getting started. Fight to the best of your copy abilities and prove you're the one Kirby to rule them all. There's a single player story mode too. Na komm, weißt du was? Ich mach's jetzt auch voll Bild. Das ist ein bisschen doof, weil ich mich jetzt so entschieden habe. Ach, ist egal. 3. November. By the way, we're holding a poll to celebrate Kirby's 25th anniversary and to crown the world's favorite copy ability. If you're interested, please check the microsite for more details. Okay. Dafür kann ich jetzt die Untertitel nicht sehen, weil ich so die Facecam platziert habe. Das ist ein bisschen doof. Nee, komm. Ich weiß, es ist so behindert, ich weiß. Egal. Search for clues. Help out townspeople. Solve puzzles and hopefully save the day. Try on an exclusive Flora costume, only available in the Nintendo 3DS version of the game. And be there the day she opens her detective agency. Achso, ich muss jetzt kurz überlegen, weil ich jetzt nicht drauf geachtet habe. Und wahrscheinlich gibt es wieder einen neuen Teil von Professor Layton. Ist ganz okay. Was ich mich jetzt nicht besonders interessiere, aber das könnte auch gezeigt werden oder so, das wäre so Metroid Prime 4. Das wäre auch schön. Was wird denn mal gezeigt? Das ist aber nicht dieses Ding, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, weil es mich jetzt null interessiert, also dieses New Style Boutique oder sowas, oder? Nichts für mich. Nein. Weg damit. Okay. Da achte ich mal jetzt etwas eher auf den Chat. Nintendo presents New Style Boutique 3 Styling Star will be released on Nintendo 3DS on November 24th. Ja, wer es mag, ja. Nintendo fans will have another way to play Minecraft. What the fuck? 3DS systems.
damals, wo ich noch Minecraft gefeiert habe, okay, ab und zu, aber eher selten, jetzt geht's, aber hat aber einfach lang gedauert, Minecraft mal auf den 3DS zu bringen. Aber ich muss wirklich sagen, what? Was zum Fick? Ja, mal schauen, ob ich mir das auch holen werde. Ich habe keine Ahnung. Oh ne, ich ahne Böses. Ne, warte mal. Hey? Ah ne, das sind irgendwelche Classics. Ich dachte, das wäre wieder ein komplett. Ah, vom allerersten Mario Party und quasi neu aufgelegt auf dem 3DS. Oh. Oh, ne, alle. Alle, also die 100 besten Mario-Minigames von Mario Party halt. LOL! Achso, das ist auch cool, ja. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein neues Mario Party oder so, wieder von der NDCube entwickelt. Ja, 2018. Ich glaube, das könnte interessant werden. Ne, das war noch nicht mal sarkastisch gemeint. Samus Returns. Na ja, gut. Vielleicht irgendwas passiert mit Smash Bros., okay. Atmospheric exploration based gameplay, versatile weaponry, powerful new abilities and some truly wicked bosses. Who or what will you encounter? Who or what will you encounter on this deadly planet? Vengeance has a name. Was hat das bis jetzt mit Smash Bros. Zu tun? Achso, es kommen erstmal nur 3D-Spiele, neue Konsole im Retro-Style. Okay. Ist cool. Wirklich. Plus, if you missed them the first time around, these great games will be added to the Nintendo Selects range on the same day. Luigi's Mansion 2. Achso, es gibt wieder neue Nintendo Selects. Bis heute habe ich jetzt nicht so ganz gecheckt, was das überhaupt soll mit diesen Nintendo Selects. Auf jeden Fall sind die immer günstiger, das weiß ich. Sind das nicht immer so die Spiele, so, die sich so am besten verkauft haben oder so? Ich weiß es leider nicht so genau. Nine characters' paths will converge in Alliance Alive, an all-new old-school RPG from Atlus, heading to Nintendo eShop on Nintendo 3DS systems in early 2018. Hoffentlich ist das noch übrigens in der Facecam noch okay. Nur so, by the way. Naja, da schaue ich mal wieder in den Chat rein. Das ist auch so ein. Hey, okay, bei Apollo Justice. Ace Attorney. Fire Emblem Movie? Achso. Uncover the mysterious origin of everyone's favorite lawyer. In Apollo Justice Ace Attorney. Mehr oder weniger gut, aber es ist komplett nur Englisch. Nee, warte mal, hey, das gibt's doch auf dem DS. Warum wollen sie es nochmal auf dem 3DS bringen? Das habe ich jetzt nicht gut verstanden. Warum? Egal, die sind auf jeden Fall mit den 3DS-Dingern durch. So. Jetzt was interessant. Da hat jemand Undertale falsch geschrieben. Ja! Weil gerade einer. Ich glaube, der meint damit Undertale. Das wäre so göttlich! Das wäre wirklich göttlich auf der Switch. Oh, wenn es schon auf der PS3 dann irgendwann bald gibt, dann wenigstens auf der Switch. Das wäre so himmlisch. Wirklich. Aber jetzt erstmal Xenoblade Chronicles 2. Man muss sagen, ich habe das jetzt nicht so gespielt. Ich kenne mich jetzt nicht so damit aus. Aber scheint geil zu sein. Ja. An idyllic land of plenty. Many great powers rule over regions of Ulres. The kingdom of Uran. Hoffentlich stört's auch nicht übrigens. Also wenn ich das nicht im Vollbild hab. Ich hoff's. Weißt du, ja. Boasting advanced fire technology. For now we should keep our troops mobilized while we monitor the situation. Their rival, the militaristic empire of Mor-Ardain, is another. Controlling Titans through mechanical means, they bring heavy armaments to bear as they annex other lands in a bid to save their own from ruin and depletion. I doubt he would have been stopped, even by an army. Ach nee, das ist nix Xenoblade. Nee, oder? Ja, doch, es wurde gerade eben was gesagt.
sah jetzt so gerade für den Moment aus als das Fire Emblem, deswegen. Oder? Es ist spät. And so despite being a theocracy, they hold much influence over the world's military affairs. Next, the Argentine Trade Guild. A shrewd consortium of traders, they do well for themselves. Ich glaube, es ist doch Xenoblade Chronicles 2. Between other nations and exploiting wartime demands. Smash! Ja, zeigt Smash Bros. Mann, Gott, war da haben. Wir wollen Smash! Und vielleicht sogar noch ein Animal Crossing Teil, wenn's okay wäre. Before long, this world will fall into turmoil over efforts to find the legendary blade, the Aegis. That is precisely the kind of scenario that I mean to prevent. Hand her over to a grown-up. The Aegis must be destroyed. Then I shall Aegis too and make mountains of cash. I'm guessing your goal is Elysium. That. Animal Crossing. Who will find the Aegis? Who will make it to Elysium? Only time will tell. Xenoblade Chronicles 2.